Doch Arabeske im Grunde genommen. Ich wollte Sie gerade als nächstes fragen. Und wir diskutieren nicht über die Ursache großen Problems. Und genau das wäre meine Intention gewesen, Herr Kujat. Das ist eine typisch deutsche Diskussion. Das stimmt gar nicht. Wir haben weltpolitisch angefangen und wir werden europapolitisch in der Zwischenzeit sein und werden uns aber auch fragen, worin kluge Reaktionen in Deutschland bestehen. Nochmal der Blick in die Welt und der Blick vor allen Dingen nach Syrien. Wir reden ja noch nicht nur über eine Fluchtursachenbekämpfung, sondern wir müssen auch eine Kriegsbekämpfung schlau organisieren. Wir müssen den Bürgerkrieg beenden in Syrien. Wie, und das ist exakt meine Frage an Sie, worin sehen Sie die beste politische Lösung oder militärische oder militärpolitische? Nun, was wir im Augenblick sehen, ist, dass Russland die Initiative ergriffen hat, militärisch vorgeht. Alle Staaten, die Einfluss nehmen konnten, auch militärisch auf diese Entwicklung, haben es abgelehnt, Bodentruppen dorthin zu setzen. Auch Russland im Übrigen. Die Europäer sowieso und die Vereinigten Staaten auch. Aber Russland nutzt eben die Assad-Armee im Augenblick als Bodentruppe und unterstützt sie mit Luftstreitkräften. Und was wir sehen ist, wir sehen Fortschritte auf der russischen Seite, auch wenn die in den deutschen Medien immer nicht so prominent behandelt werden. Wir sehen in Irak Fortschritte, in dem die Kurden ihre Offensive verstärkt haben. Das alles trägt natürlich dazu bei, dass der IS versucht, auf andere Weise auf sich aufmerksam zu machen. Denn er braucht die Unterstützung und er braucht auch den Zulauf von Kämpfern. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Wir können also jetzt Folgendes machen. Wir können auf der einen Seite abwarten, ob es und in welcher Weise es Fortschritte am Boden gibt durch Russland und durch Assad-Truppen. Und wir können den politischen Prozess vorantreiben. Und das tun wir ja im Augenblick. Aber da muss ich, entschuldigen Sie, ich muss ja, da jetzt mal... Vielleicht lassen Sie, ja, Sie können ja gleich darauf reagieren, aber es gehört einfach zu den normalen Umgangsformen, dass man jemanden ausreden Entschuldigung, ich dachte, Sie wären schon kurz. Gerne. Sie sagen, IS steht unter Druck, und zwar unter Erfolgsdruck. So, und die andere Alternative ist eben die, dass Frankreich sich jetzt aufgrund der Ereignisse von gestern dazu entschließt, aktiv dort einzugreifen. Das wissen wir im Augenblick noch nicht. Die Rede von Präsident Hollande deutet darauf hin, aber wir wissen es im Augenblick nicht. Und dann ist die Frage natürlich, macht Frankreich das allein? Das würde ich ausschließen. Haben wir schon drüber gesprochen? Oder wendet sich Frankreich an seine europäischen Verbündeten, an Großbritannien und Deutschland? Oder sucht Frankreich eben die Unterstützung in der NATO? Das ist die Frage, vor der wir stehen. Was könnte die Bundeswehr da leisten? Nun, ich denke, dass die Bundeswehr schon einen Anteil leisten könnte. Natürlich ist die Bundeswehr in den letzten Jahren in der Ausrüstung ziemlich vernachlässigt worden. Das muss man einfach feststellen. Aber gleichwohl sind die deutschen Soldaten sehr leistungsfähig, international auch anerkannt. Und wenn diese Forderung käme, könnten wir nicht bilateral mit Frankreich. Dazu wären wir wahrscheinlich nicht ausreichend gerüstet. Aber innerhalb des Verbundes der NATO könnte auch die Bundeswehr einen angemessenen Beitrag leisten. Sie könnte also das starke Wort der Bundeskanzlerin durchaus einlösen, wenn es so weit käme. Und gewünscht wäre. Und einer hat sich heute einen Kommentar auch überhaupt nicht sparen können. Bashar al-Assad nämlich, der syrische Diktator. Die Frage, die heute in ganz Frankreich gestellt wird, ist, ob Frankreichs Politik der vergangenen 5 Jahre richtig war. Die Antwort ist nein. Die fehlgeleitete Politik der westlichen Staaten, vor allem Frankreichs, haben zur Expansion des Terrorismus beigetragen. Herr Kujat, was hören Sie da? Ein bisschen Schadenfreude? Ja, natürlich. Das gehört einfach zu dem politischen Spiel mit dazu. Aber es ist eben, die Frage ist eben, wie kann man den IS an seinen Wurzeln packen? Das ist doch die entscheidende Frage. Aber das, Entschuldigung. Und darum geht es offensichtlich. Ja, ja. Er muss, sonst ist die Sendung gleich vorbei. Ach so, ja, deshalb rede ich ja so lange. Ja. Das nennt man ja Filibuster. Lernt man das bei der Bundeswehr? Die IS bei den Wurzeln packen. Ja, das ist doch der entscheidende Punkt. Die Frage ist nur, überlassen wir das jetzt Russland, was hier bisher ja durchaus positive Auswirkungen gezeigt hat? Oder sind wir nun bereit, von der bisherigen sehr starken Position abzugehen und zu sagen,
Wir werden in Zukunft auch am Bodentruppen einsetzen. Ich persönlich sehe das noch nicht, das muss ich ganz deutlich sagen. Aber durchaus könnte die NATO, auch die Verbündeten Frankreichs, könnten auch auf andere Weise zu einer stärkeren Unterstützung kommen. Denn Luftangriffe, das will ich Ihnen mal zustimmen, allein erreichen dieses Ziel eben nicht. Das haben wir jetzt seit einem Jahr probiert und haben festgestellt, es funktioniert nicht. Herr Mushava? Nur zwei Sätze, weil es mir ein wirkliches Anliegen ist. Erstens, im Moment kämpft Putin nicht an der Seite Assads gegen den IS, sondern gegen alle möglichen anderen Kampfverbände, die gegen Assad kämpfen und die er aus dem Weg geräumt haben. Und das Zweite ist, und auch das nur noch mal der Lauterkeit halber, die meisten syrischen Flüchtlinge fliehen vor Assad und seiner Armee. Ja, das wird immer gesagt. Nee, das ist aber auch so. Natürlich fliehen die auch vor Assad. Und wenn Sie sich einmal die Landkarte anschauen, dann werden Sie sehen, dass das, was Russland im Augenblick macht, durchaus Sinn macht. Denn die Gruppen, die angeblich auf westlicher Seite kämpfen, das war jetzt im Augenblick, neigen die Amerikaner sich den Kurden zu. Bisher haben sie 500 Millionen investiert in die Ausbildung von 54 Kämpfern, von denen 4 bis 5 tatsächlich noch aktiv sind. Sehen Sie, das sind die eigentlichen Verbündeten. Also es wird... Wir müssen eben auch, glaube ich... Das ist doch nicht das Einzige, was die Amerikaner gemacht haben. Die Amerikaner haben die Kurden im Nordirak massiv aufgerüstet. Auch andere haben etwas gemacht. Auch die arabischen Staaten haben einiges gemacht. Das steht völlig außer Frage. Aber einen Erfolg haben wir bisher nicht feststellen können. Konnte noch nicht verzeichnet werden. Das ist der entscheidende Punkt. Und man muss einfach sagen, der russische Einsatz hat den politischen Prozess ermöglicht, ja? So. Was auch immer wir daran auszusetzen haben. Deshalb hat es die Syrien-Konferenz gegeben, an der tatsächlich sehr viele Länder teilnahmen, von denen wir bisher noch abgelehnt haben, mit ihnen gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Frau Maillet, es hat zwei mörderische Anfragen.